ihre Ängste längst verschwunden aus die Zeit, als er befahl. Sein Herz ist nun voller Wärme und er hat es eingesehen. Ein Herz, das nur die Kälte spürt, wird nie die Sonne sehen. Längst verschwunden aus die Zeit, als er befahl. Sein Herz ist nun voll Wärme und er hat es eingesehen. Dich zu vergessen, hab geglaubt, ich schaff es auch ohne dich. Wollt von unserer Liebe nichts mehr wissen. Ich ging fort und dachte nur an mich. Und jetzt steh ich da und mir ist klar, dass ohne dich nichts mehr geht. Jetzt weiß ich erst, wie schön's mit dir war, weil mein Leben auf Stillstand steht. Himmel und Hölle setz ich in Bewegung, um dich einfach wieder zu sehen. Himmel und Hölle, und wenn ich dich finde, lass ich dich nie wieder gehen. Kämpf um unsere Liebe, ich werd's dir beweisen, denn ich weiß jetzt, was ich will. Himmel und Hölle setz ich in Bewegung, ich will wieder dieses Wahnsinnsgefühl. Nachts lauf ich voll Sehnsucht durch die Straßen, suche dein Gesicht im Neonlicht. Ich zieh durch die Stadt und alle Kneipen, aber du warst da mal wieder nicht. Ruf tausendmal an, doch du gehst nicht dran. Hab Angst, dass ich dich verliere, geb nicht auf, nimm alles in Kauf. Und irgendwann stehst du vor mir. Himmel und Hölle setz ich in Bewegung, um dich einfach wieder zu sehen. Himmel und Hölle, und wenn ich dich finde, lass ich dich nie wieder gehen. Kämpf um unsere Liebe, ich werd's dir beweisen, denn ich weiß jetzt, was ich will. Himmel und Hölle setz ich in Bewegung, ich will wieder dieses Wahnsinnsgefühl. Setz ich in Bewegung, um dich einfach wieder zu sehen. Himmel und Hölle, und wenn ich dich finde, lass ich dich nie wieder gehen. Kämpf um unsere Liebe, ich werd's dir beweisen, denn ich weiß jetzt, was ich will. Himmel und Hölle, setz ich in Bewegung, ich will wieder dieses Wahnsinnsgefühl. Ja, soeben noch auf der Showbühne sozusagen, jetzt bei mir am Tisch. Herzlich willkommen, Alpenbauer Heidiland, zur Person Beat, Thomas und Uli. Herzlich willkommen da am Tisch. Herzlich willkommen auch. Beat, du bist ja ein erfahrener Musiker, oder besser gesagt, alle drei warst in verschiedenen Formationen unterwegs. Wie lange gibt es den Alpenbauer Heidiland in dieser Formation jetzt schon? In dieser Formation sind wir dann im August 4 Jahre.
unterwegs zusammen und eigentlich schon 7 Jahre. Da war ich mit anderen Interpreten unterwegs und alleine. Ihr seid ja sehr, sehr vielseitig auf der Bühne. Habt gemischte Bläsersätze, zweistimmige. Thomas, ein exzellenter Bläser. Du, Beat, du spielst Keyboard. Bin ich richtig im Keyboard, Formen? Saxophon, Saxophon, Klarinette. Wahnsinn. Und Olli, E-Bass habe ich gesehen. E-Bass, E-Gitarre und Keyboard. Also jeder kann vom anderen Instrument fast, muss man sagen. Ein Wahnsinn, also Alpenbauer Heideland, sehr, sehr vielseitig. Sehr, sehr vielseitig auch euer neues Baby sozusagen. Hammerstark geht's weiter, heißt die neue Produktion. Thomas, ich glaube, du bist der Chef des Tonträgers. Was erwartet da den Hörer, den Käufer von diesem Tonträger? Ja, der letzte Tonträger, den wir produziert haben, war eine Single-CD. Da waren wir eher auf dem volkstümlichen Schlager unterwegs. Und bei diesem Album, mit diesen 12 Titeln, haben wir mal was Neues probiert. Es hat nach wie vor volkstümliche Schlagertitel drauf, aber diesmal auch eher poppiger Schlager. Und sogar eine Eigenkomposition ist heute drauf, also diesmal drauf vom Bassisten, vom Oli. Und ja, wir sind stolz drauf, auf dieses Baby. Also bunt gemischt, auf jeden Fall ins Internet schauen oder gibt es, glaube ich, auch im guten sortierten Fachhandel, denke ich mal, die CD. Und sonst zum Download. Also, wer euch kaufen will, der hat zu Genüge, glaube ich, die Gelegenheit dazu, oder? Überall erhältlich, jawohl. Überall erhältlich. Alpenbauer Heideland, ihr habt am 12. Dezember dieses Kind sozusagen getauft. Wart mit diesem Titel Himmel und Hölle dann sage und schreibe 10 Wochen in der Schweiz im Radio, in der Hitparade vertreten? Genau, und zwar bei Radio FM1 Melody. Das ist eigentlich Sender bei uns drüben. Und ja, die 10 Wochen länger kann man nicht. Und dort waren wir bei in den ersten Positionen, also immer zwischen den 4, 1 und dem 4. Platz ging das hin und her und auf und ab und runter. Nach 10 Wochen hatten die Radiohörer genug von Alpenbauer Heideland, sagen, so, jetzt muss ein neuer Titel ran. Da würde ich gleich den nächsten nachschießen, wenn ihr euch wäre. Ja, das geht ja weiter bei Radio Arabi. Okay, also das eine ist in der Ostschweiz, das andere in der Westschweiz. Also genau. Ihr seid flächendeckend in der Schweiz zu hören im Radio. Dort sind wir dabei jetzt. Sehr, sehr gut. Und am 28. Mai, muss man sagen, da hattet ihr euer erstes Alpenbauer Heideland Fest. Oder was? Schon das zweite? Also, nein, das ist etwa das 5. Das 5. schon? Genau. Also schon ein eingebürgertes Fest? Genau. Das ist eigentlich im Zusammenhang mit einem Dorffest. Und den Samstag, den 28. Mai, der ist speziell eigentlich von Alpenbauer Heideland. Immer mit diversen Interpreten und Künstlern und Zauber und Artisten und so. Und da führen wir den ganzen Abend so durch. Also war sicher eine tolle Atmosphäre. In Atmos ist es gewesen. Genau. Ist schon was in Planung für 2012? So wie Bea kennt sicher. Also jetzt könnte mal dieses Jahr und da sind wir eigentlich kräftig ran an dem ganzen Zeug. Und das nächste Jahr, ich komme dann auf dich zu. Okay, alles klar. Das wollte ich jetzt nicht wissen, aber danke für die Einladung. Mein lieber Beat, ihr seid ja auch heuer mit dabei. Die Corinna hat es zwar schon angesprochen mit den Hotshots. Seid ihr mit dabei in Civarola. Es wird eine tolle Sache. Und ich glaube, wir haben noch ein paar Plätze frei. Also wer sich noch melden will, kann das natürlich gerne machen. Auf eurer Homepage, auf unserer Homepage, auf jenster Homepage bei den Interpreten, die dabei sind. Ich glaube, wir geben noch die Homepage durch von euch. Das wäre wichtig, dass die Leute die CD kaufen. Das ist www.alpenbauer-heideland.ch. Und sonst einfach bei Google hinein, die wissen alles. Gell? Erster Platz, Alpenbauer Heideland. Gebt Heidi ein, dann kommt gleich Beat und seine 2 Kollegen. Genau. Ich sage Dankeschön fürs Kommen. Toi, toi, toi weiterhin. Viel Erfolg mit eurem neuen Kind sozusagen, den Silberling. Und ja, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Wir danken auch. Dankeschön. Dankeschön. Alpenbauer Heideland. Ja, mich freut es jetzt auch schon wieder, Ihnen unseren letzten Gast der heutigen Sendung ansagen zu dürfen. Und zwar ist das ein weit hergereister Mann. Er kommt bis von Wien. Und er bringt uns einen wunderschönen Titel mit, der da so heißt: Schenk mir noch einmal dieses Wahnsinnsgefühl. Und reden tue ich vom Michael Morgan. Musik.
Mein lieber Michael, das war dein Applaus. Du bist heute so weit hergereist. Uns freut es, dass du hier bist. Die Leute haben es, glaube ich, auch alle genossen. Vielen lieben Dank, dass du hier bist. Ich bin froh, dass ich da sein darf, überhaupt, dass ich eingeladen worden bin. Es ist wirklich eine super Stimmung da. Ein super Stadl, muss man auch sagen. Ein Riesenapplaus natürlich für den Stadl-Chef, würde ich sagen. Oder? Ja. Das ist eine Chefin und... Ach so, Chefin und hinter jedem Chef, der Name gibt der Chef. Das ist Tonis Kuhstall und hinter jedem Mann... steht eine ganz starke Frau und das ist hier die Chefin, die Brigitte. Haben wir was gelernt, gell? Und weißt du was? Dein Wiener Slang, der gefällt mir so gut. Jetzt machst du das noch ein bisschen langsam für mich und dann schmilzt sich so dahin. Ja, wir könnten ja sagen, wir zwei gehen noch auf ein Achterl. Das habe ich verstanden, aber, aber ich meine jetzt, eigentlich möchte ich auch noch ein bisschen was über dich musikalisch wissen und nicht nur ich, sondern ich glaube auch da draußen einige Leute. Ich habe ein bisschen auf deiner Homepage gestöbert und habe gesehen, bei dir hat es, glaube ich, in der Schule angefangen, im Schülerchor und seit da singst du. Ich wollte Freistunden haben und darum bin ich gegangen in den Schulchor. Also die hatte ich dann natürlich auch. Also haben wir sehr viel gesungen im Schulchor.
Okay, und du hast schon so einiges gemacht. Also ich weiß, du bist schon jahrweise unterwegs auf jensten, gerade Après-Ski ist, glaube ich, so ein bisschen deine Stärke, auf jensten Samples mit oben. Erzähl mal ein bisschen, was gibt's alles so von dir? Ich hatte auch die Ehre, 2001 mit DJ Ötzi auf Tour zu sein. Und da waren wir mit EMI Music auf der Après-Ski 2001. Da haben wir 285.000 CDs verkauft. Also es war wirklich ein Riesenerfolg und ja, da bin ich halt ein bisschen auf dieser Après-Ski- und Ballermann-Schiene hängen geblieben, aber jetzt zurück wieder zu den Schlager. Also dann ist es jetzt nicht so, wenn ich jetzt Ballermann gehe auf Mallorca rüber, also da bist du nicht mit da dabei oder kann man die dort auch sehen? Na, ich habe mich jetzt so ein bisschen mehr hingedreht, dass ich mehr schreibe für die Leute unten, als wie selber unten zu singen. Okay, aber die gute Farbe, also du legst dich dann tagsüber an den Strand, schaust du die jungen Leute so an, was die so alles tun und dann kommen die Texte geflogen, oder wie? Ja, genau, ja. Okay, ist auch schön. Auch, und was machst du noch anderes? Also du schreibst, du komponierst auch, textest, bist selbst auf der Bühne. Was ist eigentlich so ein bisschen, Wochenende für Wochenende stehst du auf der Bühne? Bist du sonst auch noch am Arbeiten oder ist Musik wirklich dein Leben? Na, Musik ist mein Leben. Ich spiele ungefähr 140 Mal im Jahr. Spiele sehr viel mit Fendrich, mit Uli Bär, so von Österreich, von den Austropop-Geschichten, mit den Altstars, wollte ich einmal sagen, spiele ich sehr viele Sachen und auch mit Toni Vega, Song Contest Sänger von Österreich, Mandy von den Bambis, also wir sind das ganze Jahr unterwegs. Spielst du dann auch Instrumente oder hört man dich immer mit der Stimme eigentlich? Na, wenn ich mit Toni Vega spiele, da spielen wir viel Gypsy King Sachen, da Gitarre so ganz seicht, sagen wir mal so. Also schon so ein richtiger Musikant, gell? Das, die Musik im Blut, also nicht bloß das Singen oder irgendwas, sondern richtig im Blut. Ich habe es vom Papa bekommen, der war bei den Wiener Sängerknaben und das ist irgendwie in die Genen weitergegeben worden. Okay, also das liegt halt wirklich in der Familie drin. Ja. Ja. Okay, du hast selbst auch eine Homepage, habe ich am Anfang schon gesagt, wo ich schon gestöbert habe. Vielleicht gibst du den Leuten noch durch, wo sie jetzt stöbern können. Die ist ganz einfach www.m-j-m.at. Also fast wie M um der M, aber zwischendurch nur ein J drin. Für den Papa. Okay, also ich würde sagen, wir holen jetzt noch den Benno mit auf die Bühne und auch die anderen Interpreten. Dir möchte ich aber nochmal einen riesen Applaus von unseren tollen Gästen, die heute hier in Tonis Kuhstall mit dabei sind, den möchte ich dir jetzt schenken. Dankeschön. Dann aus Deutschland, aus dem Schwabenländl, die drei Mädels, 3x1 oder Ex-Geschwister Mutsch. Ebenfalls aus Deutschland, die junge Dame Melanie Jäger. Dann meine Landsmänner aus der Schweiz, die Hotshots. Und aus der benachbarten Schweiz, aus dem Heidiland, die Alpenpower Heidiland. Und natürlich nicht zuletzt unsere Gastgeber des heutigen Abends, Brigitte und Toni Fink. Ja, und uns bleibt gar nicht mehr viel Zeit. Wir sagen Dankeschön fürs Einschalten und ja, schaltet ganz einfach wieder ein, wenn es heißt Musikkarussell, die Show der Stars und Sternchen mit Benno und Corinne Bogner. Alles Gute, bleibt gesund, eine gute Zeit und es hat uns mit euch Spaß gemacht. Dankeschön. Tschüss miteinander. See you.